Hallo und herzlich willkommen. Heute stricken wir eine Ponchojacke. Ich nenne sie so, weil sie ganz weite Ärmel hat. Sie wird an einem Stück gestrickt und ist gar nicht schwer. Die Maschenzahl für das Muster, die wir brauchen, ist teilbar durch 4 plus 3 plus 10 extra Maschen, da wir an beiden Seiten ein kleines Bündchen stricken werden. Wir brauchen dafür 5 Maschen pro Seite. Ich habe 65 Maschen auf meiner Nadel. 65, weil wir gesagt haben, teilbar durch 4. Ich habe es mal 13 genommen. Das sind 52 plus 3 Maschen, die ich einmalig aufnehme. 55 und die 10 extra Maschen 65. Meine Jacke wird für ein 4-jähriges Mädchen. Ihr könnt sie auch in anderen Größen stricken. Anhand einer Maschenprobe findet ihr dann die Maschenzahl, die ihr braucht. Diese 65 Maschen sind die Länge der Jacke. Das heißt, ihr misst von der Schulter bis zur gewünschten Länge runter und anhand einer Maschenprobe findet ihr dann heraus, wie viele Maschen ihr für die Jacke benötigt. Das Schöne an dieser Jacke ist, so wie ich es bereits erwähnt habe, sie wird an ein Stück gestrickt. Und die ist wirklich sehr, sehr einfach. Nachdem ihr eure Maschenzahl aufgenommen habt, strickt ihr 6 Reihen rechts. In der Vorderseite und in der Rückseite werden alle Maschen rechts gestrickt. So, ich habe das bereits gemacht, bin jetzt in der 7. Reihe und das ist gleichzeitig die erste Musterreihe. Ich stricke 5 Maschen rechts und diese 5 Maschen sind das Bündchen. Und nun werden alle Maschen links gestrickt bis auf die letzten 5 Maschen. Alle Maschen links stricken. Und das ist, wie gesagt, die erste Musterreihe. Alle Maschen links stricken bis auf die letzten 5 Maschen. Diese letzten 5 Maschen, die stricken wir rechts. Das ist das Bündchen jetzt auf der anderen Seite. In jeder Reihe werden diese 5 Maschen rechts gestrickt. In der Vorder- genauso wie in der Rückreihe immer 5 Maschen rechts am Anfang und 5 Maschen rechts am Ende. So, das ist jetzt die zweite Musterreihe. Hier werden alle Maschen rechts gestrickt bis zum Ende der Reihe. Alle Maschen rechts stricken. So, das war die zweite Reihe. Dritte Reihe. Ich befinde mich auf der Rückseite meiner Arbeit. Es geht wieder los mit den 5 rechten Maschen. 1, 2, 3, 4. Jetzt werden alle Maschen links gestrickt bis auf die letzten 5 Maschen. Das ist die dritte Musterreihe. Alle Maschen links stricken bis auf die letzten 5.
Alle Maschen werden links gestrickt bis auf die letzten 5. So, diese 5 Maschen werden wieder rechts gestrickt. Arbeit wenden. In der 4. Reihe werden alle Maschen rechts gestrickt. So, das war die 4. Reihe. In der 5. Reihe wieder die ersten 5 Maschen rechts stricken. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt alle Maschen links stricken bis auf die letzten 5 Maschen. Wir sind jetzt auf der Rückseite unserer Arbeit. Alle Maschen links bis auf die letzten 5. So, die letzten 5 Maschen stricke ich wieder rechts. Das war die 5. Reihe. In der 6. Reihe stricken wir jetzt unser wesentliches Muster. Wir sind hier auf der Vorderseite unserer Arbeit. Es geht wieder los mit den 5 rechten Maschen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So, jetzt geht es weiter mit 3 Maschen rechts. Eins, zwei, drei. Und jetzt das Muster. Die 4. Masche lasse ich fallen. Ich rubbel 5 Reihen auf. 1, 2, 3, 4 und die 5. Jetzt steche ich mit der Nadel in die Masche. In die Masche mit der Nadel einstechen. Und dann die ganzen Fäden mit der Masche nach hinten. Ich hole mir den Faden mit der Nadel und bringe diesen Faden durch die Masche nach vorne. So, und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Reihe. 3 Maschen rechts. Die 4. Masche fallen lassen. 5 Reihen aufrubbeln. 1, 2, 3, 4 und die 5. Mit der Nadel in die Masche einstechen und den ganzen Faden mit der Nadel nach hinten, den Faden holen und durch die Masche nach vorne bringen. Und nochmal 3 Maschen rechts. 4. Masche fallen lassen. 5 Reihen aufrubbeln. 3, 4. Und die 5. in die Masche einstechen und an den ganzen Fäden den Faden nach vorne bringen und durch die Masche. 3 Maschen rechts. Die 4. Masche fallen lassen. 5 Reihen aufrubbeln. 1, 2, 3, 4, 5. In die Masche einstechen und den Faden durch die Masche nach vorne bringen. Und das ist unser Muster. Nochmal 3 Maschen rechts, 4. Masche fallen lassen, 5 Reihen aufrubbeln, 1, 2, 3, 4, 5. In die Masche einstechen,
Faden durch die Masche nach vorne bringen. Drei Maschen rechts, vierte Masche fallen lassen, fünf Reihen aufhobeln, in die Masche einstechen, den Faden durch die Masche nach vorne bringen. Drei Maschen rechts stricken, vierte Masche fallen lassen, fünf Reihen aufrubbeln, in die Masche einstechen, Faden durch die Masche nach vorne bringen. Und nochmal drei Maschen rechts, vierte Masche fallen lassen, fünf Reihen aufrubbeln, in die Masche einstechen und den Faden durch die Masche nach vorne bringen. Drei Maschen rechts, vierte Masche fallen lassen, fünf Reihen aufrubbeln, in die Masche einstechen, Faden durch die Masche nach vorne bringen. Drei Maschen rechts, nochmal die vierte Masche fallen lassen und fünf Reihen aufrubbeln. Und jetzt wieder in die Masche einstechen und den Faden durch die Masche nach vorne bringen. Drei Maschen rechts, die vierte fallen lassen, fünf Reihen aufrubbeln. Das gibt ein wunderschönes Ballonmuster. In die Masche einstechen, Faden durch die Masche nach vorne bringen. Drei Maschen rechts. Und die vierte wieder fallen lassen und die fünf Reihen aufrubbeln. In die Masche einstechen, Faden durch die Masche nach vorne bringen. Drei Maschen rechts. Die vierte Masche wieder fallen lassen und die fünf Reihen aufrubbeln. In die Masche einstechen, den Faden durch die Masche nach vorne bringen. So, das Muster endet mit drei Maschen rechts. Und nun stricken wir wieder die fünf rechte Maschen für das Bündchen. So, das Muster ist gestrickt. Jetzt stricken wir wieder 5 Reihen und dann wird das Muster versetzt gestrickt. Wir fangen wieder mit den 5 Maschen rechts an. Und nun werden alle Maschen links gestrickt, bis auf die letzten 5 wieder. Das ist die erste Musterreihe. Die letzten 5 Maschen werden wieder rechts gestrickt. So, Arbeit wenden. In der zweiten Reihe werden alle Maschen wieder rechts gestrickt. Bis zum Ende der Reihe alle Maschen rechts.
So, das ist die zweite Reihe. Arbeit wenden. In der dritten Reihe fangen wir wieder mit 5 Maschen rechts an. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt werden alle Maschen links gestrickt, bis auf die letzten 5. Alle Maschen links, bis auf die letzten 5 Maschen. So, auch hier stricken wir die letzten 5 Maschen rechts. Und das war die dritte Reihe. In der vierten Reihe werden wieder alle Maschen rechts gestrickt. Bis zum Ende der Reihe alle Maschen rechts stricken. So, das ist die vierte Reihe. In der fünften Reihe fangen wir wieder mit 5 Maschen rechts an. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt werden alle Maschen links gestrickt, bis auf die letzten 5 Maschen. Und auch hier stricken wir die letzten 5 Maschen rechts. Und das ist die fünfte Reihe. In der sechsten stricken wir wieder das Muster. Wir sind angefangen mit 6 Reihen rechter Maschen. Dann haben wir die 5 Reihen gestrickt. In der sechsten das Muster. Nun haben wir wieder 5 Reihen gestrickt. Und nun werden wir das Muster stricken versetzt. Das erste Muster haben wir gestrickt mit 3 Maschen rechts und die vierte Masche haben wir fallen lassen. Diesmal stricken wir jetzt erst einmal die 5 Maschen rechts wieder. 3, 4, 5. So, und nun fangen wir mit einer Masche rechts an. Die nächste Masche fallen lassen. 5 Reihen aufrubbeln. 1, 2, 3, 4. 5 und jetzt wieder in die Masche einstechen, mit der Nadel nach hinten den Faden durch die Masche nach vorne bringen. So, so versetzen wir das Muster. Und jetzt wieder ganz normal 3 Maschen rechts, die vierte Masche fallen lassen, 5 Reihen aufrubbeln, 2, 3, 4, 5, in die Masche einstechen. Den Faden durch die Masche nach vorne bringen. Und das wiederholen wir jetzt wieder bis zum Ende der Reihe. Immer 3 Maschen rechts stricken, die vierte Masche fallen lassen und 5 Reihen aufrubbeln. In die Masche einstechen, den Faden durch die Masche nach vorne bringen und wieder 3 Maschen rechts stricken, vierte Masche fallen lassen, 5 Reihen aufrubbeln. In die Masche einstechen, den Faden durch die Masche nach vorne bringen. 3 Maschen rechts,
Und wieder die vierte Masche fallen lassen. Fünf Reihen werden aufgehobelt. Eins, zwei, drei, vier. Und die fünfte in die Masche einstechen, Faden durch die Masche nach vorne bringen. Drei Maschen rechts. Vierte Masche fallen lassen. Fünf Reihen aufrubbeln. In die Masche einstechen, Faden durch die Masche nach vorne bringen. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Reihe. Außer den fünf letzten Maschen, die wir wieder rechts stricken werden. So, drei Maschen rechts, die vierte Masche fallen lassen, fünf Reihen aufrubbeln, in die Masche einstechen, Faden durch die Masche nach vorne bringen. Drei Maschen rechts, vierte Masche fallen lassen, die fünf Reihen aufrubbeln. In die Masche einstechen, den Faden durch die Masche nach vorne bringen. Und jetzt endet diese Musterreihe genauso, wie wir angefangen sind. Eine Masche rechts und nun die fünf Maschen rechts. So, jetzt haben wir ein zweites Mal das Muster gestrickt und diesmal versetzt. Es nimmt auch schon so langsam Form an. So, Arbeit wenden. Fünf Maschen rechts stricken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt werden alle Maschen links gestrickt, bis auf die letzten fünf wieder. Alle Maschen links stricken. Das ist jetzt die letzte Musterreihe. Bis auf die letzten fünf Maschen, alle Maschen links. So, auch hier die letzten fünf Maschen rechts stricken. Arbeit wenden. So, fünf Maschen rechts erst einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt stricken wir linke Maschen. Alle Maschen links stricken, bis auf die letzten fünf Maschen. So, die fünf Maschen werden jetzt wieder rechts gestrickt. Arbeit wenden. Und in dieser Reihe stricken wir alle Maschen rechts. Alle Maschen werden rechts gestrickt, damit sie auf der Vorderseite links erscheinen.
Arbeit wenden. So, und auch hier stricken wir linke Maschen. Das, was wir unten gemacht haben, machen wir jetzt. Aber nicht mit rechten Reihen, sondern mit linken Maschen, rechten Maschen, linken Maschen. Wir fangen wieder mit 5 Maschen rechts an. Und jetzt alle Maschen links stricken, bis auf die letzten 5 Maschen wieder. Diese 5 Maschen stricken wir wieder rechts. So, wir haben die 6 Reihen rechts gestrickt, dann zweimal unseren Mustersatz und jetzt eine Reihe links, eine Reihe rechts und eine Reihe links. Jetzt fangen wir wieder mit dem Mustersatz an. Wir stricken die ersten 5 Reihen des Mustersatzes. Los geht's mit 5 Maschen rechts. Und jetzt werden alle Maschen links gestrickt, damit wir auf der Vorderseite wieder rechte Maschen haben. Alle Maschen links bis auf die letzten 5 Maschen. Das ist unsere erste Musterreihe. Fünf Maschen rechts und jetzt alle Maschen links, damit sie auf der Vorderseite rechts erscheinen. Wir stricken die 5 Reihen und in der 6. kommt dann wieder unser Muster mit der Masche, die wir fallen lassen. Wir wiederholen quasi jetzt den Mustersatz. Und auch hier die letzten 5 Maschen rechts stricken. Das war die erste Musterreihe. In der 2. Reihe stricken wir alle Maschen rechts bis zum Ende der Reihe. In der 3. Reihe stricken wir die ersten 5 Maschen wieder rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt alle Maschen links stricken bis auf die letzten 5 Maschen. Alle Maschen werden links gestrickt und die letzten 5 Maschen, die stricken wir wieder rechts. Das ist die 3. Musterreihe. In der 4. Reihe stricken wir alle Maschen rechts. Bis zum Ende der Reihe werden alle Maschen rechts gestrickt. In der 5. Reihe fangen wir wieder mit 5 Maschen rechts an. 3, 4, 5 und nun werden alle Maschen links gestrickt bis auf die letzten 5 Maschen.
die letzten 5 Maschen stricken wir wieder rechts. So, jetzt sind wir in der 6. Reihe und nun stricken wir hier wieder das Muster. So, wir haben 3 Reihen mit linken Maschen. Wir haben die ersten 5 Musterreihen gestrickt und jetzt kommt das wesentliche Muster. Erst einmal 5 Maschen rechts, 2, 3, 4, 5. Und jetzt fangen wir mit dem Muster an. 3 Maschen rechts, die 4. Masche fallen lassen, 5 Reihen aufruppeln, 3, 4, 5, in die Masche mit der Nadel einstechen, die Nadel nach hinten bringen, den Faden holen und durch die Masche nach vorne bringen. Und wieder 3 Maschen rechts, 4. Masche fallen lassen, 5 Reihen aufruppeln, in die Masche einstechen, den Faden durch die Masche nach vorne bringen. 3 Maschen rechts, 4. Masche fallen lassen, 5 Reihen aufruppeln, in die Masche einstechen, den Faden durch die Masche nach vorne bringen. So, und das wiederholen wir jetzt, bis wir wieder an den letzten 5 Maschen angekommen sind. Diese Musterreihe endet mit 3 rechten Maschen und dann die 5 rechten Maschen für das Bündchen. Und nochmal 3 Maschen rechts. Die 4. Masche fallen lassen, 5 Reihen aufrubbeln. In die Masche einstechen, den Faden durch die Masche nach vorne bringen. 'S ist ein sehr einfaches Muster, aber es ist wirklich ein schönes Muster. Und passt, denke ich, zu dieser Jacke sehr gut. So, 4. Masche fallen lassen, 5 Reihen aufrubbeln, in die Masche einstechen, Faden durch die Masche nach vorne bringen. 3 Maschen rechts, 4. Masche fallen lassen, 5 Reihen aufrubbeln, in die Masche einstechen, Faden durch die Masche nach vorne bringen. Ich habe leider noch nicht herausgefunden, wie ich diese Hintergrundgeräusche wegbekomme. Aber ich hoffe, irgendwann weiß ich es. So, 3 Maschen rechts. Die 4. Masche wieder fallen lassen, 5 Reihen aufrubbeln, in die Masche einstechen, Faden durch die Masche nach vorne bringen. So, und wir enden mit 3 rechten Maschen und den 5 Maschen rechts. So, jetzt haben wir wieder einmal das Muster gestrickt.
So, man kann das Muster auch sehr gut erkennen jetzt. Nun geht es weiter mit den nächsten 5 Reihen. Das heißt, eine Reihe links Arbeit wenden, diese Reihe links stricken, die nächste rechts, dann wieder links, dann wieder rechts und wieder links. Wir achten darauf, dass wir immer mit 5 rechten Maschen anfangen und mit 5 rechten Maschen enden. Bis wir dieses Stück zu Ende gestrickt haben, stricken wir immer 5 rechte Maschen am Anfang und 5 rechte Maschen am Ende. So, ich werde jetzt diese nächsten 5 Reihen zu Ende stricken und dann versetzen wir das Muster. So, ich habe die 5 Reihen fertig gestrickt. Ich bin in der 6. Reihe und hier versetze ich jetzt das Muster. Anfangen tue ich wieder mit 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt versetze ich das Muster. Eine Masche rechts, die nächste Masche lasse ich wieder fallen, 5 Reihen aufruppeln, in die Masche einstechen, mit der Nadel nach hinten Faden holen und durch die Masche nach vorne bringen. Und nun ganz normal wieder 3 Maschen rechts, die 4. Masche fallen lassen, 5 Reihen aufruppeln, in die Masche einstechen, den Faden durch die Masche nach vorne bringen, 3 Maschen rechts, die 4. Masche wieder fallen lassen, 5 Reihen aufruppeln, in die Masche einstechen und den Faden durch die Masche nach vorne bringen. Und wir stricken wieder bis zum Ende der Reihe dieses Muster. Die Reihe endet wieder mit der Fallmasche, eine Masche rechts und den 5 rechten Maschen. Nochmal. 3 Maschen rechts stricken, die 4. Masche fallen lassen. 1, 2, 3, 4, 5 Reihen aufruppeln, in die Masche einstechen, den Faden durch die Masche nach vorne bringen. 3 Maschen rechts, die 4. Masche fallen lassen und die 5 Reihen aufruppeln. In die Masche einstechen, den Faden durch die Masche nach vorne bringen. 3 Maschen rechts, 4. Masche fallen lassen, 5 Reihen aufruppeln, in die Masche einstechen und den Faden durch die Masche nach vorne bringen. Drei Maschen rechts, 4. Masche fallen lassen, 5 Reihen aufrubbeln, in die Masche einstechen, den Faden durch die Masche nach vorne bringen. Drei Maschen rechts stricken, 4. Masche fallen lassen, 5 Reihen aufruppeln,
in die Masche einstechen und den Faden durch die Masche nach vorne ziehen. Drei Maschen rechts stricken und wir beenden die Reihe so, wie wir sie begonnen haben. Eine Masche fallen lassen, die fünf Reihen aufhoppeln, in die Masche einstechen, den Faden durch die Masche nach vorne ziehen, eine Masche rechts und nun die fünf rechte Maschen für das Bündchen. Arbeit wenden, das ist jetzt die letzte Musterreihe. 5 Maschen rechts stricken. So, und jetzt alle Maschen links bis auf die letzten 5 Maschen, die wir wieder rechts stricken werden. Die letzten 5 Maschen werden rechts gestrickt. So, jetzt haben wir zweimal den Mustersatz gestrickt. Wir haben zweimal insgesamt das Muster versetzt und jetzt stricken wir die drei linken Reihen. Das heißt, wir fangen an mit 5 rechten Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt werden alle Maschen links gestrickt, bis auf die letzten 5 Maschen. Die stricken wir dann wieder rechts. Hier alle Maschen links stricken. So, auch hier die letzten 5 Maschen rechts stricken. Jetzt haben wir eine Reihe mit linken Maschen. Arbeit wenden. Hier werden alle Maschen rechts gestrickt bis zum Ende der Reihe alle Maschen rechts stricken. Das ist die zweite Reihe. In der dritten Reihe fangen wir wieder mit 5 Maschen rechts an. 2, 3, 4, 5. Und nun werden alle Maschen links gestrickt, bis auf die letzten 5 Maschen wieder. Die letzten 5 Maschen stricken wir wieder rechts. So, jetzt haben wir 3 Reihen linker Maschen. Nun werden wir wieder den Mustersatz stricken. Das heißt, eine Reihe linker Maschen, damit sie hier auf der Vorderseite rechts erscheinen. Arbeit wenden, mit 5 rechten Maschen anfangen. Alle Maschen links stricken, so dass sie auf der Vorderseite rechts erscheinen. Bis auf die letzten 5 Maschen, die stricken wir dann hier wieder rechts. So, dann wenden wir die Arbeit. Hier werden dann alle Maschen rechts gestrickt,
Dann eine Reihe links, eine Reihe rechts, eine Reihe links und dann fangen wir wieder mit dem Muster an. Wir stricken 5 Maschen rechts, dann 3 Maschen rechts, die vierte fallen lassen und so weiter. Ich werde jetzt dieses Muster noch zweimal stricken, so dass ich das insgesamt viermal habe und dann zeige ich euch, wie es weitergeht.